Guten Morgen, meine Damen und Herren. Letzte Woche hat Ihnen Herr Dörfler die mehrvariable Regelung vorgestellt, wo wir also in Erweiterung von der Vorlesung, die ich vor zwei Wochen gehalten habe, jetzt nicht nur einen Eingang und mehrere Ausgänge haben, wie zum Beispiel bei der Störgrößenaufschaltung oder bei der Kaskadenregelung, wo wir also zusätzliche Messungen benutzen, um die Regelung zu verbessern, sondern er hat auch das Prinzip aufgezeigt, bei dem wir also mehrere Eingangsgrößen verwenden, die dann verschiedenen Einfluss haben auf die Ausgangsgrößen. Und wie wir zum Beispiel Strukturen für Einschlafenregler entwerfen können oder auch mehrvariablen Regler entwerfen können. Und das Verfahren, das da vorgestellt wurde am Ende der letzten Vorlesung, war Entkopplung. Das heißt, wir machen ein Zwei-Schritt-Entwurfsverfahren, wo wir also in einem Schritt zuerst einen Koppler entwerfen und dann eigentlich zwei entkoppelte Systeme haben mit einer Eingangsgröße, einer Ausgangsgröße und dann wieder Standardregler entwerfen. Das funktioniert manchmal und manchmal funktioniert es nicht. Es funktioniert insbesondere nicht, wenn das System stark gekoppelt ist, und stark gekoppelt in dem Sinn heißt, dass es schlecht konditioniert ist, also wenn Sie vielleicht von Ihrer linearen Algebra über Konditionszahlen was gehört haben, bei der Lösung von linearen Gleichungssystemen, das Prinzip tritt auch dort auf, dass also wenn das System schlecht konditioniert ist und Sie dann entkoppeln wollen, entkoppeln heißt invers, die Inverse-Matrix berechnen, dann geht das schlecht, wenn die Matrix schlecht konditioniert ist oder das System-Matrix schlecht konditioniert ist. Das heißt also, dieses Verfahren der Entkopplung ist einfach, es funktioniert oft, aber es funktioniert auch oft nicht. Und daher wurden natürlich über die Jahre andere Mehrvariablenregler-Entwurfsverfahren entwickelt. Diese basieren aber alle auf Systembeschreibungen, die also nicht Übertragungsmatrizen oder Übertragungsfunktionen als Grundlage haben, sondern Zustandsraumbeschreibungen. Und so daher jetzt in diesem letzten Teil der Vorlesung kommen wir zur Zustandsraumbeschreibung, die Sie natürlich teilweise schon bei Herrn Ligeros Signale und Systeme gehört haben, und wir werden heute diese Ausführungen ergänzen. Also das war eine Motivation, warum wir auf diese Zustandsraumdarstellung übergehen. Es ist also nicht nur irgendeine andere Beschreibung, weil irgendwer das erfunden hat und deswegen müssen wir über die auch hören, sondern es ist notwendig, diese Beschreibung zu verwenden aus mehreren Gründen. Eins ist, dass es viel besser Mehrvariablen-Systeme behandeln kann, beschreiben kann und einfacher, als wir es mit den Übertragungsmatrizen gemacht haben. Und das Zweite ist, dass bei größeren Übertragungsmatrizen die numerischen Eigenschaften sehr schlecht sind, also die Berechnungen durchzuführen auf Basis dieser Übertragungsmatrizen ist inhärent schlecht. Und daher sind die Berechnungen, auch wenn sie das Gleiche machen, in Zustandsraumdarstellungen viel besser. Und ich würde sagen, dass Sie jetzt praktisch alle Methoden, numerischen Methoden im Zusammenhang mit Regelung, Berechnungsverfahren für optimale Regler, alle auf dieser Zustandsraumdarstellung basieren, die, man muss sagen, Herr Kallmann eingeführt hat, der in der Mathematik hier Professor war, bis vor etwa 10, 15 Jahren, und der dadurch wirklich eine Wende in der Regelungstechnik eingeführt hat zu dieser Zeit, und das war ungefähr vor 50 Jahren. Jetzt, Sie sehen hier die Liste der Themen, viele sollten Ihnen bekannt vorkommen, und es sind relativ viele Folien, wie Sie sehen, und daher werden wir nicht alles durchmachen, sondern wir werden selektiv einige Kapitel herausnehmen, und die anderen dann ergeben sich so parallel, und Sie können das dann selbst nachlesen, besonders weil Sie die Grundlagen sicher schon in den anderen Vorlesungen gehört haben.
Also das erste ist natürlich der Zusammenhang zwischen den Zustandsraumdarstellungen und den Übertragungsfunktionen, Übertragungsmatrizen. Als erstes einmal Zustandsraumdarstellung hier gezeigt für allgemein für nichtlineare Systeme links. Sie haben also x natürlich ein Vektor, f ein Vektor. Sie haben diese nichtlinearen Differentialgleichungen und dann dazu die nichtlinearen algebraischen Gleichungen, die Ihnen erlauben, also einzelne Größen herauszugreifen, y, die Sie dann regeln wollen, unter den vielen Zustandsgrößen, die im System auftreten. Und dann haben wir das lineare Analog hier mit der FGHJ, den Matrizen, so wie wir sie jetzt bezeichnen werden in dieser Vorlesung heute. Und die Vorteile, wie gesagt, hier vielleicht nicht total aufgeführt. Ich würde sagen, es ist die numerische Charakteristik, es ist die Beschreibung von und die Beschreibung von mehrvariablen Systemen, die in diesem Zusammenhang in dieser Darstellung viel leichter ist. Und dann natürlich der Übergang zu nichtlinearen. Natürlich sind Übertragungsfunktionen inhärent lineare Operatoren und daher beschränkt auf die Beschreibung von linearen Systemen. Jetzt der Übergang zwischen den Darstellungen, das habe ich Ihnen schon vorher mal gezeigt. Sie haben also eine Zustandsraumdarstellung, die Sie zum Beispiel, wie wir es in den ersten zwei Vorlesungsstunden dieses Semester gemacht haben, die Zustandsraumdarstellung, die Ihnen erlaubt, also von grundphysikalischen Grundlagen diese Gleichungen abzuleiten und unter der Annahme, dass die Anfangsbedingung Null ist, können Sie also hier dann ganz in der üblichen Weise auch mit Matrizen die Laplace-Transformation definieren, also für die Ableitung und dann x in die transformierten Größen und u, groß x in die transformierten Größen und groß u sind transformierte Eingangsgröße. Und dann diese Gleichung hier, wie üblich, also zuerst einmal das, alle Terme für x auf die linke Seite und dann diese Gleichung auflösen für x und Sie bekommen dann diese Übertragungsmatrix, die als Elemente, wie Sie es letzte Woche gesehen haben, Übertragungsfunktionen hat, die einen Zusammenhang zwischen der Eingangsgröße u und Ausgangsgröße x. Und wir können das dann natürlich noch dann spezifisch auf die Ausgangsgrößen y beziehen. Das wäre dann hx plus ju. Also da hier hx plus ju. Und das wäre also die Beschreibung aufgrund der Zustandsmatrizen, die Beschreibung der Übertragungsmatrix, die die Zusammenhänge zwischen dem Eingangsvektor U und dem Ausgangsvektor Y beschreibt. Hier also im einfachsten Fall, wenn Y und U Skalare sind, wäre das eine skalare Übertragungsfunktion. Jetzt den umgekehrten Weg, wenn wir jetzt eine Übertragungsfunktion anfangen und eine Zustandsraumdarstellung herleiten wollen. Das heißt also von diesem yu, irgendeine allgemeine Übertragungsfunktion und jetzt das in Zustandsraumdarstellung schreiben wollen. Und es gibt das, wie Sie wahrscheinlich von Herrn Leggero schon gehört haben, gibt es also verschiedene Formen, Normalformen, die wir üblicherweise benutzen, um diese Zustandsraumdarstellung zu schreiben. Und ich möchte hier nur auf die Regelungsnormalform und die Modalform eingehen und die Beobachtungsnormalform können Sie dann, also nach ein paar Bemerkungen, die ich machen werde, leicht herleiten. Also wir wollen jetzt anschauen, wie wir von dieser Übertragungsfunktion auf die FGHJ-Matrizen übergehen können. Und hier ist das ein mögliches Verfahren, wie wir auf diese sogenannte Regelungsnormalform kommen. Wir haben also hier die Übertragungsfunktion. Und was ich hier jetzt einmal postuliere, hier ist ein
eine Zustandsrahmendarstellung hier. Wir werden uns anschauen, was, wenn ich jetzt die Laplace-Transformation von diesem System, das ich da rot eingekreist habe, berechne, was bekomme ich, und dann will ich es in Beziehung setzen zu dieser Übertragungsfunktion, wie wir oben stehen haben. Also wir haben jetzt diese Zustandsrahmendarstellung, wo wir die einzelnen Ableitungen des Vektors x1 oder x als neue Zustände einführen. Das heißt also, wir haben hier x2 ist die erste Ableitung von x1, x3 ist die Ableitung von x2. Natürlich können wir das dann auch schreiben, ist gleich x1 Doppelpunkt und so weiter. Und dann als letztes haben wir xn Punkt ist gleich minus a1 xn, minus a2 xn und so weiter. Und jetzt wollen wir uns überlegen, was ist die Übertragungsfunktion, die diesem System im roten Rechteck entspricht. Wenn wir uns anschauen, was wir gemacht haben, also zum Beispiel Laplace-Transformation von xi, wäre dann definiert von dem hier die i minus erste Ableitung von x1. Also x2 hier als Beispiel wäre die erste Ableitung von x1, x3 wäre die zweite Ableitung von x1 und so weiter. Das haben wir jetzt hier aufgeschrieben. Und dann als einfache Ergänzung, wenn wir jetzt die Laplace-Transformation der Ableitung von xi, dann ist das natürlich von der rechten Seite hier, ist es multipliziert mit s, das heißt diese Beziehung. Das heißt also, was ich hier oben geschrieben habe, in dem Rechteck, habe ich unten zusammengefasst, teilweise, also diese Gleichungen hier, diese ersten paar Gleichungen, in diesen Ausdrücken hier unten. Und schließlich kann ich jetzt natürlich zusammenfassen, die letzte Gleichung, jetzt das x1 verändert sich nicht, das x2 hier wäre was? Das x2 hier wäre natürlich die erste Ableitung von x1 und das wäre dann hier, wenn ich sie ausmultipliziere, oben, also was ich bekommen will, ist... Ich betrachte das im Moment nicht. Ich multipliziere das hier auf der linken Seite und bekomme dann x1, also wenn Sie sich vorstellen, dass sn hier multipliziert, sn mal x1, das wäre also diversen Ableitungen von x1, das heißt die n-te Ableitung von x1, das wäre jetzt oder fangen wir hier hinten an, also x1 an mal x1, an mal x1, diesen Term, den bekommen wir hier, bis zu a1 mal die n-te Ableitung, das würde dann diesen Term hier entsprechen. Das heißt also, als Übertragungsfunktion, wir haben jetzt also den folgenden Zusammenhang von dieser Herleitung, wir haben dieses System und wir haben aus dem hergeleitet, diese Übertragungsfunktion, das wäre also Laplace-Transformation, gibt uns diese Übertragungsfunktion. Wenn wir jetzt erweitern, wenn wir jetzt anschauen, wenn wir das jetzt vergleichen mit dieser Übertragungsfunktion, die wir wollen, dann sehen wir, wir haben das also bn mal diese Übertragungsfunktion, die ich hätte, plus bn minus 1 s mal die Übertragungsfunktion und so weiter. Aber s mal x1, s mal x1 ist x2 und daher bekomme ich also, wenn ich das aufschreibe, das y oben, bekomme ich bn mal x1, das ist jetzt also diese Term, bn mal x1, plus bn minus 1
mal S, das heißt erste Ableitung, das wäre jetzt Bn minus 1 mal x2 und so weiter. Und von dem kann ich ja natürlich jetzt wieder die inverse Laplace-Transformation machen. Das heißt, natürlich habe ich hier überhaupt kein S, nur mehr die Funktionen. Das heißt, das x1 ist invers, ist das kleine x1, Funktion der Zeit. x2 ist das kleine x2, Funktion der Zeit und so weiter. Und das heißt, dass ich schließlich diese Y-Gleichung, also wenn ich sie jetzt noch einmal auslösche hier, ich habe jetzt diese Gleichung hier für die x und diese Gleichung hier für das y in dieser Zustandsraumdarstellung. Das wäre also jetzt hier x-Punkt ist gleich ax plus bu und das hier wäre Entschuldigung, jetzt habe ich die alte Beschreibung. X-Punkt ist gleich fx plus gu. Und dann habe ich hier y ist gleich hx. Als die Zustandsraumdarstellung, die dieser ursprünglichen Übertragungsfunktion entspricht. Und das ist jetzt hier zusammengefasst, also ich habe jetzt hier x-Punkt, ich habe hier das f, ich habe hier das g, so wie ich es auf der letzten Seite hergeleitet habe, und das hier ist das h. Und das wird bezeichnet als die Regelungsnormalform. Jetzt, was ist, sagen wir, besonders, es hat die Matrix G alle Nullen, bis auf die letzte Stelle eine 1. Das, und entsprechend hier sehen wir, hier haben wir also die ganze Matrix 0, hier haben wir eine, auf der Überdiagonalen haben wir eine Reihe von 1 und dann hier unten haben wir die Koeffizienten des Nennerpolynoms hier sind auf dieser Unterdiagonalen. Und das bezeichnet man also die Regelungsnormalform, eine Möglichkeit von einer Übertragungsfunktion auf eine Darstellung im Zustandsraum zu kommen. Gibt es dazu Fragen? Da hier ist jetzt ein Beispiel. Wir haben also jetzt diese allgemeine Übertragungsfunktion hier unten. Wir sehen, was ist mit der Regelungsnormalform. Erstens einmal, wir wissen, dass es ein System dritter Ordnung ist. Das heißt, dieser Vektor muss drei Elemente haben. Zustand, erste Ableitung, zweite Ableitung. Das zweite, was wir sehen, wir haben mit dieser Regelungsnormalform 1 auf der Überdiagonalen. Okay, wir haben 1 hier unten und die anderen Koeffizienten 0. Wir haben hier, wie ich Ihnen auf der letzten Folie gezeigt habe, haben wir die Koeffizienten des Nennerpolynoms, des charakteristischen Polynoms. Die treten jetzt auf hier in der letzten Zeile dieser A-Matrix, wie es hier im allgemeinen Beispiel gezeigt war. Und dann haben wir die Summen der Ausgänge, 7 mal den Ausgang plus 4 mal die erste Ableitung und so weiter, 7 mal 4, 10 und so weiter. Das sind jetzt die Koeffizienten des Zählerpolynoms, also in diesem Beispiel hier. Als nächstes sehen wir dann diese Art von Darstellungen, die in den Büchern oft gezeigt wird. Ich finde es nicht furchtbar wichtig oder furchtbar erklärend. Man sieht hier also die folgenden Sachen. Man sieht hier, dass man, wenn Sie es mit dieser Betrachtung verfolgen, x2 sehen Sie natürlich, ist hier jetzt x1 Punkt und nach dieser Darstellung wieder x3 wäre x2 Punkt, weil es durch den Integrator durchgeht. Sie sehen, dass hier oben, das ist praktisch die H-Matrix, ne? Sehen Sie, dass die einzelnen Zustände zusammengezählt werden, multipliziert mit den Zählerkoeffizienten. Und hier sehen Sie unten, dass das ist jetzt die
G-Matrix, die, Entschuldigung, die F-Matrix, das wäre also die F-Matrix, die letzte Zeile der F-Matrix, wo Sie sehen, dass die einzelnen Zustände zurückgeführt werden, um den Zustand Xn zu ergeben. Also das in dieser Darstellung. Das ist also die Regelungsnormalform. Jetzt hier die Beobachtungsnormalform. Beobachtungsnormalform, ich werde sie nicht im Detail behandeln. Wir fangen wieder an mit genau der Übertragungsfunktion, wie wir sie letzten Folie abgeleitet haben oder verwendet haben für die Regelungsnormalform. Und wir bekommen dann mit ähnlichen Argumenten, wie ich sie gezeigt habe, bekommen Sie dann diese Form als die Beobachtungsnormalform. Jetzt, was ist so der strukturmäßig der Unterschied? Zuerst einmal haben wir hier alles Nullen und der letzte Element 1. Das heißt also Beobachtungsnormalform, der letzte Zustand ist die Beobachtung, xn ist die Beobachtung. Vorher haben wir gehabt, dass die Beobachtung war eine Summe aller Zustände bei der Regelungsnormalform. Und weiter sehen wir jetzt hier, dass die B-Matrix im Gegensatz zu vorher ist eine volle Matrix, die die Koeffizienten, die Zählerkoeffizienten enthält. Und jetzt die F-Matrix ist, hat hier 1 an der Unterdiagonale, also 1 unter der Diagonale hat eine Reihe von 1. Und dann die letzte Kolonne enthält alle Nennerkoeffizienten. Also vorher hatten wir die Zeile hat alle Nennerkoeffizienten, er hat hier die letzte Kolonne. Das ist also jetzt diese Beobachtungsnormalform wiederum mit MATLAB-Funktionen können Sie ausgehend von einer Übertragungsfunktion diese Formen berechnen lassen als Regelungsnormalform. Bitte. Das ist vor meiner Zeit. Wie man diese Namen eingeführt hat. Ne? Außer der Erklärung, wie ich sie Ihnen jetzt gegeben habe, ne? Das ist das letzte Element hier, dass in der Beobachtungsnormalform die Beobachtung einer der Zustände ist, ne? Ist mir nicht bewusst, dass es eine. Also wenn irgendwer eine bessere Erklärung weiß, aber ist mir nicht bekannt. Es gibt dann auch mehr Variablen Normalformen der ähnlichen Art. Das heißt, mehr Variablen, wenn Sie jetzt nicht einen Ausgang und einen Eingang, sondern mehrere Eingänge und mehrere Ausgänge haben, die können Sie auch über MATLAB berechnen lassen. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte eine Vorlesung, wo die in allem Detail behandelt wurden und ich möchte das Ihnen ersparen, weil das einfach lineare Algebra-Umformungen im großen Detail ist, aber lernen tut man davon nicht viel. Aber das gibt's und natürlich können Sie es über die MATLAB-Funktionen berechnen. In der Beobachtungsnormalform, wie ich gerade dargestellt habe, wir haben jetzt also von der gleichen Übertragungsfunktion ausgehend, haben wir hier wieder ein H, also wo das nur als letzte Element 1 enthält. Hier haben wir die Koeffizienten des Nennerpolynoms, hier haben wir 1 auf der Unterdiagonale und hier die Koeffizienten des Zählerpolynoms, hier wie wir es in der allgemeinen Form gesehen haben. Sie haben dann wieder eine ähnliche Darstellung dieser Art, die Sie leicht verifizieren können. Jetzt die nächste Form, die wir uns anschauen, ist die Modalform.
die Ihnen indirekt wahrscheinlich am vertrautesten ist, wo wir es annehmen, dass wir die Übertragungsfunktion Partialbuchzerlegung machen und hier, dass wir also im ersten Fall, dass die Wurzeln einfach sind und dass die Wurzeln reell sind. Das heißt, das System setzt sich zusammen aus einer Summe von Systemen erster Ordnung mit Wurzel des charakteristischen Gleichung Lambda 1, Lambda 2 und so weiter. Das heißt, Sie haben eigentlich jetzt ein entkoppeltes System, wo Sie hier L1, Lambda 1, 1 und C1, das wäre also genau entsprechend diesem Teil der Übertragungsfunktion hier oben. Sie haben dann, wenn wir das machen im Blau hier, haben wir dann diesen Teil, Lambda 2 wiederum 1 und dann C2 mal diesen Zustand wird dann einfach dazugezählt, um den Ausgang zu konstruieren. Das heißt, es ist dann die Summe. Die Summe wird hier durch diesen Vektor Y gebildet. C1 mal erste Übertragung von C2 mal und so weiter. Und dadurch bekommen Sie also diese Darstellung in diesem Rechteck hier unten in der Modalform. Das heißt, es ist eigentlich entkoppelte oder eine Summe von Systemen erster Ordnung. Ähnlich, also hier ein Beispiel zuerst. Sie nehmen die ursprüngliche Übertragungsfunktion hier, Partialbuchzerlegung in zwei Systemen erster Ordnung, eins mit Wurzel minus 4, andere mit Wurzel minus 3, die scheinen da hier auf, diese Koeffizienten, und dann wir addieren es zusammen. Sie haben hier das 2 und hier das minus 1, das 2, das minus 1, die Summe, die Ihnen dann den Ausgang y ergibt. Jetzt, was wir ergänzen müssen hier, das ist jetzt der Trivialfall mit einfachen Wurzeln und reellen Wurzeln. Wie machen es wir, und hier ist es noch einmal dargestellt im Blockdiagramm, also hier hätten Sie wieder dieses System erster Ordnung, minus 4, hier das System erster Ordnung mit Wurzel minus 3 und dann zusammengezählt 2 und minus 1, wie ich es Ihnen auf den letzten Folie gezeigt habe, wobei wir noch nicht die komplexen Pole und die mehrfachen Pole behandelt haben. Was ist jetzt für komplexe Pole und mehrfache Pole? Entschuldigung. Was wir hier einführen, ist die sogenannte Jordansche Normalform. Das heißt, wenn Sie mehrere, also wiederholte Pole haben, dann scheinen die auf in Blöcken dieser Art, wie es da hier das JI bezeichnet ist. Also das wäre in dem Fall, wenn das sagen wir jetzt M sind, wären das ein M wiederholter Eigenwert Lambda I. Die Jordan-Form hat die folgende Struktur, also der hat den wiederholten Eigenwert auf der Diagonale und dann hat es die Überdiagonale von 1 und der Rest der Matrix ist 0. Das ist also die Jordansche Form, das wäre also die Normalform einer Matrix, wie da unten gezeichnet, die den Eigenwert Lambda I Multiplizität M hat. Das wäre also die Normaldarstellung im Vergleich zur Diagonaldarstellung, wie wir es vorher gesagt haben, wo die Eigenwerte auf der Diagonale sind. Hier sind die Eigenwerte auch auf der Diagonalen, wie Sie sehen. Aber bei wiederholten Eigenwerten, damit man also unabhängige Eigenvektoren erhält, ergibt sich dann auf der Überdiagonalen diese 1 in der Jordan-Form. Und wenn Sie jetzt mehrere wiederholte Eigenwerte haben, dann ergibt sich als Ganzes diese Matrix J, die sich auf verschiedenen Matrizen J1 und so weiter zusammensetzt, wobei jede dieser Matrizen wiederholte Eigenwerte haben kann und die wiederholten Eigenwerte würden dann dargestellt in dieser Matrix JI. Das wäre also die Jordansche
Darstellung. Jetzt das Zweite ist, was machen wir mit komplexen Eigenwerten? Eine Möglichkeit, dass wir effektiv komplexe Matrizen haben, das wollen wir aber normalerweise nicht. Und daher beschreiben wir die komplexen Eigenwerte in einer Matrix 2x2, wobei diese 2x2 Matrix dann die zwei komplex konjugierten Eigenwerte hat, und diese 2x2 Matrix stellen wir in Regelungsnormalform dar. Also das hätten wir jetzt hier zuerst einmal für die mehrfache Pole hier dargestellt, was ich Ihnen vorher schon beschrieben habe. Also wenn ich hier einen einfachen N-Multiplizität-Pol hätte, dann bekomme ich also diese Matrix mit N Zeilen, N Kolonnen. Und das war dann in Regelungsnormalform, das heißt, es hat das 1 im letzten Element und dann C, die einzelnen Blöcke zusammengezählt mit diesen Faktoren C1 bis Cn. Und wenn wir jetzt am nächsten Beispiel uns anschauen, wie das ausschaut mit den komplexen Eigenwerten und wiederholten Eigenwerten, das ist jetzt hier illustriert. Also wir hätten hier, wenn wir uns das Nenner-Polynom anschauen, haben wir hier einen wiederholten Eigenwert bei 0. Würde also heißen, wir brauchen einen Jordan-Block mit 2x2 mit 0 auf der Diagonalen. Das wäre also dieser Block, das sind die Eigenwerte 0 auf der Diagonalen und 1 auf der Überdiagonalen. Das heißt also, das wäre die Darstellung des ersten Blocks. Und dann haben wir, wenn wir uns anschauen, das, dann haben wir hier ein Polynom zweiter Ordnung mit komplex konjugierten Wurzeln. Und dafür verwenden wir dann, nicht, dass wir das auseinandernehmen, das schreiben wir dann als einen Block hier in Regelungsnormalform. Regelungsnormalform, Sie erinnern sich, 1 auf der Überdiagonale, minus 4, minus 2, diese Koeffizienten waren die Koeffizienten des Nenner-Polynoms. Minus 4, minus 2. Das ist also die Darstellung dieses roten Elements. Und das sind jetzt zwei Blöcke, die ich habe, also den 1, 2 und die 3, 4, um diesen roten und blauen Teil im Nenner darzustellen. Ich kann das jetzt auseinandernehmen, nämlich mit Partialbruchzerlegung. Das heißt, ich habe den ersten Block 1 über s Quadrat minus 1 mal den zweiten Block. Und das finde ich jetzt wieder in diesen Koeffizienten hier. Einmal den ersten Block, das heißt einmal x1 minus 1 mal den Ausgang vom zweiten Block, das wäre, wie ich es vom zweiten Block, um dann in den Vektor y zu ergeben. Und hier jeweils 1 als den Eingang, also die G-Matrix von der U-Seite, also diese unterschiedlichen Koeffizienten im Zähler oder hier auf der rechten Seite werden reflektiert in der H-Matrix, während hier die Eingänge 1 sind. Im Prinzip könnten Sie auch diese Koeffizienten natürlich hier oben beim U berücksichtigen. Das wäre also die Modalform, wo also die einzelnen Moden praktisch getrennt sind. Hier hätten wir einen Modus mit einem Doppelintegrator, einen Modus mit komplex konjugierten Wurzeln, also zwei dynamische Systeme, die wir gleichzeitig beeinflussen über diesen Eingang U und dann die Ausgänge zusammenzählen. Wir haben also diese Dynamik getrennt nach Eigenwerten oder Jordan-Blöcken oder komplex konjugierten Eigenwerten. Gibt es dazu irgendwelche Fragen?
Gut, das nächste ist dann, dass wir sagen, wir fangen jetzt nicht mit einer Übertragungsfunktion an, aber wir gehen von einer Zustandsrahmendarstellung in eine andere Zustandsrahmendarstellung, zum Beispiel von einer allgemeinen Zustandsrahmendarstellung in Regelungsnormalform oder in Beobachtungsnormalform, ausgehend von einer Zustandsrahmendarstellung. Das wäre also zum Beispiel, das heißt, ich mache eine Koordinatentransformation, die Ihnen diese Umstellung ergibt. Wir fangen also an mit der Darstellung, wie wir es gesehen haben, und wir definieren jetzt ein neues Koordinatensystem. Wir definieren jetzt, dass unsere alte Variable x von hier dargestellt ist als Linearkombination von neuen Variablen, die ich einführe, z. Wobei t die Annahme ist, dass es nicht singulär ist, dass es natürlich nicht von einem höherdimensionalen z irgendwo auf ein niedrigerdimensionales x übergehen, sondern dass die Äquivalenz haben, also nur diese Koordinatentransformation machen. Und das können Sie dann leicht ausrechnen. Wir brauchen jetzt nur dieses x hier überall einsetzen, ne? Und das ist, was hier gemacht, also x wäre tz, das heißt x-Punkt wäre tz-Punkt, hier das wäre wieder das x, und tz das x, da multipliziere ich beides mit t minus 1 hier, t minus 1, auf der linken Seite ergibt Ihnen dann diese Gleichung hier. Und Sie können jetzt identifizieren die neuen Zustandsraummatrizen A, B, C und D in dieser neuen Darstellung nach der Koordinatentransformation. Das heißt, wir haben jetzt nichts geändert, insbesondere was wir nicht geändert haben, natürlich ist der Eingang U und der Ausgang Y. Die bleiben gleich, was immer das ist von der Physik oder vom wirklichen System her. Was wir geändert haben, ist die internen Variablen im System. Was wir ursprünglich hatten, x, haben wir jetzt neu, zum Beispiel hier das z. Das heißt, ursprünglich könnte es sein, wir haben Position und Geschwindigkeit, wenn wir jetzt das für ein mechanisches System anschauen. Nach der Transformation haben wir irgendwelche anderen Koordinaten, die bestehen aus einer Summe von Position und Geschwindigkeit. Zwei unabhängige, linear unabhängige Summen von Position und Geschwindigkeit, die uns die neuen Koordinaten ergeben, aber im Grunde genommen noch immer die gleiche Ausgang und der gleiche Eingang. Das ist jetzt hier zusammengefasst, also diesen Übergang von x auf z mit diesen neuen Matrizen, die wir eingeführt haben, genauso wie Sie sehen, wir kennen von der linearen Algebra, und t keine Annahmen, außer dass es nicht singulär ist, also dass es invertierbar ist. Und was wir daraus sehen, ist, dass von einer dass es nicht nur eine Zustandsraumdarstellung gibt, wie wir schon gesehen haben, also, oder auch nicht nur zwei oder drei, also Regelungsnormalform, Beobachtungsnormalform, Modalform, sondern unendlich viele, entsprechend der Wahl dieser Koordinatentransformationen der Matrizen T. Also das sind spezielle Möglichkeiten der Darstellung, aber es gibt eben unendlich viele. Und hier, was hier illustriert ist, wie ich zum Beispiel von einer Darstellung im Zustandsraum in eine andere Darstellung im Zustandsraum überführen kann. Das heißt, ich fange jetzt an mit FGH, das ist meine ursprüngliche Darstellung, und ich will jetzt A, B, C Darstellung, und das C unten, diese Subscript, ist, dass ich es in Regelungs-, also Controllability-Form haben will. Das heißt, A, B, C haben spezielle Struktur. Die Struktur, wie wir wissen, von A ist, dass es das 1 auf der Überdiagonale hat und in der letzten Zeile die Koeffizienten des Nennerpolynoms. Und wir wissen dann auch, wie wir es auf der nächsten Seite sehen werden,
hier die Matrix B Koordinat ist dann 0, 0, 1 entsprechend der Regelungsnormalform. Also die Frage ist jetzt, wie machen wir diese Überführung von einem FGH in ein ABC mit spezieller Struktur? Und das ist hier an dem Beispiel 3x3 illustriert. Also wir sind zuerst einmal ausgegangen mit das AC, wenn wir uns auf der letzten Folie anschauen, wäre T minus 1 FT. Das haben wir abgeleitet. Wir multiplizieren es mit Wir multiplizieren es rechts mit T minus 1 und bekommen jetzt diesen Gleichung, die wir erfüllen wollen. Wir wollen also jetzt das AC in einer bestimmten Struktur ausrechnen. Und wir nehmen jetzt an, dass wir T minus 1, das ist diese Transformationsmatrix, die wir herausfinden müssen, wir schreiben das jetzt, das T minus 1 als Zeilen, also das T1 wäre die erste Zeile dieser Matrix, T minus 1, T2 die zweite Zeile, T3 die dritte Zeile der Matrix T minus 1. Und wir wollen natürlich jetzt diese Zeilen berechnen und wir wollen jetzt zuerst einmal dieses T minus 1 hier verwenden und diese Gleichungen hinschreiben. Also wir haben AC, das suchen wir. Wir haben eine 3x3 Matrix, das AC suchen wir mit irgendwelchen Koeffizienten A1, A2, A3. Das suchen wir mal T minus 1, das ist das T minus 1 hier. Das wäre also das T minus 1, ist gleich T minus 1 mal F. Das hier wäre T minus 1 mal F. Okay, jetzt habe ich dieses Gleichungssystem, ich will T1, T2, T3 sind meine Unbekannten, jetzt habe ich hier dieses Gleichungssystem und ich kann jetzt, ich werde das da hier sauber machen, ich kann jetzt da hier einfach jede Zeile mir anschauen. Also was ist die erste Zeile? Die erste Zeile ist T2 ist gleich T1F. Ne? T2 ist gleich T1F, ist die erste Zeile, zweite Zeile wäre T3 ist gleich T3 hier ist gleich T2F, aber T2 habe ich schon ausgerechnet vorher, das heißt es ist T1F². Das sind also die zwei Gleichungen, die ich hier ableite, einfach von dem einsetzen. Und jetzt gehe ich auf die nächste Beziehung, nämlich T minus 1 G ist BC, wobei BC wiederum in der Regelungsnormalform hier ist. Ich mache jetzt diese Folie schnell fertig. T minus 1 G kann ich wieder hinschreiben, T minus 1 G, T1 G, T2 G, T3 G, wobei T1 jeweils eine Zeile ist der T minus 1 Matrix. Und ich kann jetzt wieder diese einzelnen Zeilen mir anschauen. Das heißt, T1G ist gleich 0, T2G ist gleich 0. Aber was ist T2? T2 hatte ich ausgerechnet auf der letzten Seite. T2 ist gleich T1F. Okay, von der letzten Seite. T2 ist gleich T1F. Das heißt hier, und dann der letzte Zeile ist T3G ist gleich 1. Bei T3 war gleich T2 war T1F², wiederum auf der letzten Folie ausgerechnet, T3 ist gleich T1F². Das heißt, schließlich habe ich dieses Gleichungssystem hier, also ich habe diese drei Gleichungen. T1G ist gleich 0, T1FG ist gleich 0, T1F² ist gleich 0. Wobei ich den Vektor T1 finden will. Der Vektor T1 hat drei Elemente. Ich habe drei Gleichungen hier für diese drei Elemente im Vektor. Ich kann das auch zusammenschreiben, diese drei Gleichungen in der Weise, wie ich es hier zusammengefasst habe. Nämlich T1, die erste Gleichung wäre T1G ist gleich 0. Die zweite Gleichung T1FG ist gleich 0. Und die dritte Gleichung T1F² G ist gleich 1. Okay? Das heißt, das ist das Gleichungssystem, das ich lösen muss für T1. T1 wäre jetzt ein Zeilenvektor mit drei Elementen. Um das auszurechnen, müsste ich die Matrix C invertieren. Nicht da hierher hin, die kommt dann da hierher hin natürlich. C invertieren. Dann kann ich für T1 lösen. Was ist jetzt diese Matrix C?
diese Matrix C ist G, F, G, F Quadrat, G, F der dritten G und so weiter. Und die sollten Sie schon gesehen haben in einer früheren Vorlesung, als dass es diese Steuerbarkeitsmatrix oder Controllability Matrix, die also invertierbar sein muss, um die Regelungsnormalform herzuleiten. Diese Umformung zu machen. Und das ist jetzt also hier, wir haben das lineare Gleichungssystem, dann und nur dann eine Lösung, wenn diese Matrix hier invertierbar ist, also in dem einen Fall nicht singulär ist, und in dem Fall nennen wir das System steuerbar, wenn es diese Matrix invertiert werden kann. Und wenn das möglich ist, dann können wir sehr schnell dieses Verfahren einfach zusammenfassen, was wir hergeleitet haben. Wir haben also diese Steuerbarkeitsmatrix, Controllability Matrix. Wir müssen das Inverse ausrechnen. Was ist das T1 von unserer Herleitung? T1 war die letzte Zeile 001, die letzte Zeile dieser C-1 Matrix. Letzte Zeile von C-1 und dann haben wir T-1 haben wir von der Gleichung her als T1F, T2 ist T1F und so weiter. Dann haben wir diese T-1 Matrix hergeleitet und aus der können wir dann, das B wissen wir, können wir das AC und das CC herleiten. In der Regelbarkeits-, in der Steuerbarkeitsnormalform. Das ist diese Umformungen, allgemeine Beschreibung, überführen in Regelungsnormalform hier. Jetzt machen wir Beispiele bis Pause, nicht Beispiele, Pause bis 11.15 Uhr. Was wir jetzt am Ende gemacht haben, ist gezeigt, wie wir von einer Zustandsraumdarstellung in eine andere gehen können, ist Koordinatentransformation, so wie Sie in der linearen Algebra lernen. Nur, was ist die Zielstruktur? Die Zielstruktur hier als erstes war die Regelungsnormalform. Und wir haben dann gesehen, für die Möglichkeit, das in diese Form überzuführen, muss die sogenannte Steuerbarkeitsmatrix invertierbar sein, das heißt nicht singulär. Sonst, wenn es jetzt ein System mit mehreren Eingängen und Ausgängen, müssen die Zeilen dieser Matrix linear unabhängig sein. Also im Allgemeinen wäre das nicht eine quadratische Matrix, sondern es wäre eine rechteckige, lange Matrix, diese Matrix C. Wenn Sie mehrere Eingänge haben, dann wäre ja natürlich die G-Matrix nicht nur ein Vektor, sondern eine Matrix. Und dann bekommen Sie eine lange, also eine dicke, kurze Matrix und diese Matrix müsste dann die Zeilen unabhängig haben, um diese Transformation durchzuführen. Und das hier war die Zusammenfassung, wie Sie also diese Transformation in Regelungsnormalform machen können, ausgehend von der Steuerbarkeitsmatrix und dann diese Transformationen, die hier zusammengefasst sind. Jetzt wird die Steuerbarkeit des Systems durch diese Zustandstransformation verändert. Also Sie haben ein System, das sagen wir steuerbar ist. Wenn Sie jetzt die Koordinatentransformation machen, Frage, ändert sich die Steuerbarkeit als Eigenschaft des Systems? Und Sie können leicht zeigen von dieser Ableitung hier, dass das nicht der Fall ist. Wenn also die Zustände steuerbar sind, dann bleiben sie steuerbar nach dieser Koordinatentransformation in die Regelungsnormalform. Unter den ursprünglichen Koordinaten x, die Steuerbarkeitsmatrix, G, F, G und so weiter. Dann machen wir die Transformation über die Matrix T, Koordinatentransformation T nicht singulär, in die neuen Zustände Z.
Und wir können jetzt neu die Steuerbarkeitsmatrix aufstellen. Also das ist jetzt B, A, B, A, N minus 1, B in den neuen Koordinaten, in diesen neuen Matrizen. Und jetzt können wir natürlich dann zurückrechnen, woher kommt die Matrix B. Die Matrix B hier ist T minus 1 G, so haben wir es ausgerechnet. Es ist, und jetzt die Matrix, ja, das ist schon alles. Dann die Matrix A, macht einen Kreis, wäre die Matrix T minus 1 FT. Und dann hatten wir hier wieder die Matrix B. Das wäre also B, das wäre A, das wäre wieder B und so weiter. Sie können also diese neue Matrix darstellen. Wir können jetzt das wieder alles auslöschen und wir können jetzt dieses T minus 1 vorne dran nehmen. Dann sehen wir, dass dieses T minus 1 T, T minus 1 T, das kürzt sich alles heraus. Das heißt, am Ende bekommen wir die Matrix T minus 1 mal G, F, G und so weiter, die Steuerbarkeitsmatrix des alten Systems, im alten Koordinatensystem X. Und natürlich T minus 1 nicht singulär, daher ändert sich der Rang von T minus 1 CX nicht. T minus 1 CX hat den gleichen Rang wie CX. Und daher, wenn CX nicht singulär ist, ist CZ auch nicht singulär. Das heißt, eine nicht singuläre Zustandstransformation, nur wenn Sie die praktisch das Koordinatensystem ändern, ändert sich die Steuerbarkeit eines Systems nicht. Macht Sinn, wenn man es anschaut. Warum? Sie können über das U alle Zustände beeinflussen von der Regelbarkeit oder Steuerbarkeit des Systems. Wenn Sie jetzt die Koordinaten ändern, ist es praktisch eine Umnummerierung dieser Zustände und weiterhin können Sie wieder alle Zustände unabhängig beeinflussen in dem neuen Koordinatensystem. Jetzt können wir das, wie wir es vorher gezeigt haben, überführen in Steuerungsnormalform, überführen in Beobachtungsnormalform. Wir können das ganz Gleiche machen vom gleichen Ansatz, nur das A, B, C werden jetzt die Struktur dieser Matrizen A, B, C wäre die von der Beobachtungsnormalform. Das heißt, hier wäre die neue A, Beobachtungsnormalform Matrix in der Standardstruktur. Und wir können jetzt wieder Gleichungen ableiten. Die Herleitung ist ganz ähnlich wie für die Steuerungsnormalform und ich werde das nicht durchgehen, aber am Ende bekommen Sie dieses Gleichungssystem. Hier, genauso wie wir vorher hatten, Steuerbarkeitsmatrix. T1 Steuerbarkeitsmatrix ist gleich fixen Vektor. Hier haben Sie also drinnen jetzt neu die Beobachtbarkeitsmatrix O, die Ihnen erlaubt, dann das T1, T2 und T3 wie in der Ableitung vorher auszurechnen. Diese Matrix O muss jetzt wieder nicht singulär sein, damit Sie das T1 hier aus der Gleichung ausrechnen können. Und das ist, was Sie von der Ableitung bekommen. Und das heißt, O ist jetzt, wie Sie es schon gehört haben vorher, die Beobachtbarkeitsmatrix. Und um diese Koordinatentransformation in Beobachtungsnormalform überzuführen, muss diese Beobachtbarkeitsmatrix invertierbar sein, nicht singulär sein, um einen diese Transformation zu erlauben. Also das Gleiche wie mit der Steuerbarkeit, nur in eine andere Normalform unter diesen Bedingungen. Aber die Herleitung, die Sie zu Hause machen können, ist genau ähnlich, nur statt dass wir vorher haben wir die Matrix T minus 1, Entschuldigung hier, T minus 1 haben wir geschrieben, wenn Sie sich erinnern können, vorher haben wir geschrieben T minus 1 ist gleich T1, T2, T3. Das war unser Ansatz. Ne? Jetzt ist, rechnen wir aus die Matrix T, wobei jetzt T1, T2 und T3 die drei Kolonnen der Matrix T1, T2, der Matrix T sind. Am Ende rechnen wir aus neun Koeffizienten. Wir haben das unterteilt in
3 mal 3 Koeffizienten, die wir ausrechnen in den einzelnen Schritten. Aber es ist analoge Ableitung, Herleitung. Und das hier ist dann zusammengefasst. So. Das waren also jetzt die zwei Steuerungsnormalformen, Beobachtungsnormalformen und hier Überführung in Modalform ist einfacher und vertrauter, weil das ist genauso, wie wenn Sie diagonalisieren die Matrix, Ergebnis, das wollen Sie ja haben. Sie wollen ja hier Modalform, wäre die Eigenwerte auf der Diagonale. Sie wissen, wie man das macht von der linearen Algebra und Sie wissen, dass diese Transformation, die Sie brauchen zum Diagonalisieren, ist die Matrix der Eigenvektoren, die Ihnen dann die Diagonaldarstellung dieser Matrix gibt. Und das ist, was hier argumentiert ist von diesen Gleichungen. Also die Beschreibung von T ist über Eigenwertzerlegung, wobei T, wie ich hier, Entschuldigung, wo ich hier zusammengefasst habe, T ist ein Eigenvektor von F hier, den wir benutzen, um die Matrix zu diagonalisieren. Das sind also das A in Diagonalform und das B mit dieser Transformation über diese Matrix T dargestellt und das C in ähnlicher Weise. Was Sie jetzt hier sehr leicht sehen, ist, wann ist ein System nicht beobachtbar, nicht steuerbar. Sie haben ja jetzt eine Darstellung, wo es zum Beispiel, ich schreibe es jetzt nur hin für System zweiter Ordnung, Sie haben jetzt x1 Punkt, x2 Punkt ist gleich und dann haben Sie hier Lambda 1, Lambda 2, 0, 0, x1, x2. Plus, jetzt ist das B, wäre jetzt B1, B2 mal U. Ne? Jetzt sehen Sie sofort, natürlich, wenn jetzt einer dieser Koeffizienten B1, wenn jetzt B1 0 wäre, hätte U keinen Einfluss auf X1, daher wäre X1 klar nicht steuerbar. X1 wird durch nichts anderes beeinflusst, nichts von anderen Zuständen, sondern nur von U. Das heißt, zur Steuerbarkeit muss jede dieser Koeffizienten B1, B2, B3 nicht 0 sein. Wenn einer dieser Koeffizienten 0 ist, dann ist die entsprechende Mode, der entsprechende Modus nicht steuerbar. Und ähnlich ist, wenn wir dann, und das ist eben hier ähnlich ist, wenn einer dieser Koeffizienten C nicht 0 ist, dann ist der bestimmte Zustand oder Gruppe von Zuständen XI nicht beobachtbar. Das heißt, wir sehen hier von dieser Modalzerlegung sehen wir ganz klar, was diese Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit bedeutet, bezogen auf die einzelnen Moden des Systems, dass die entweder nicht durch das U beeinflusst werden können, das wäre, wenn einer der Koeffizienten BI 0 ist, oder dass die nicht ausgelesen werden können, wenn einer der Koeffizienten C 0 ist. Also alle diese Koeffizienten B und C müssen nicht, dürfen nicht 0 sein. Gibt es dazu Fragen? Jetzt vielleicht was wichtig ist, dass Sie ein bisschen ein Gefühl bekommen für diese Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit. Das ist jetzt Frage, ist das ein praktisches Konzept oder nicht? Ne? Das heißt, gibt Systeme, die jetzt nicht Beobachtbarkeit sind, nicht steuerbar sein. Zuerst einmal ist es ein extrem wichtig numerisches Konzept. Wir werden dann sehen später, wenn wir Methoden ableiten, um optimale Regeln herzuleiten, dann spielt das eine zentrale Rolle, ob Sie diese optimalen Regler machen können oder nicht. Das heißt, es ist von der Numerik und von der Beobachtung ist es zentral. Jetzt von der praktischen Seite her, was bedeutet, dass ein System nicht beobachtbar, nicht steuerbar ist? Wenn es wirklich
algebraisch nicht steuerbar ist zum Beispiel, dann sehen Sie es normalerweise von der Physik sofort, weil dann ist irgendwo eine Stellgröße, die ganz deutlich auf einen Teil des Systems keinen Einfluss hat. Also meistens von der praktischen Seite ist es trivial zu sehen, ob es jetzt nicht steuerbar ist oder nicht beobachtbar. Das Problem ist, dass das Schwarz-Weiß-Konzepte sind, die sagen entweder beobachtbar oder nicht beobachtbar. Wie Sie sich vorstellen können, wenn Sie ein wirkliches System anschauen, das 0,1 kommt selten vor oder ist trivial. Wenn es schwierig ist, dass es fast beobachtbar ist oder fast steuerbar. Das heißt, Sie wollen in der Praxis, wollen Sie nicht einfach ein Schwarz-Weiß-Konzept, sondern Sie würden gern ein Maß der Beobachtbarkeit und ein Maß der Steuerbarkeit haben, was Sie von dem nicht bekommen. Sie bekommen hier nur +1 und Sie können sich vorstellen, selbst der Rang einer Matrix, das zu bestimmen, ist natürlich numerisch kein 0-1-Sache. Das ist wiederum abhängig von der Genauigkeit der Darstellung, ob das jetzt welcher Rang es ist. Und daher sind diese Konzepte Steuerbarkeit, Beobachtbarkeit in der Praxis sind nutzvoll, wenn wir sie erweitern und die quantitativ machen, nämlich der Grad der Steuerbarkeit und der Grad der Beobachtbarkeit. Was wir hier in dieser Vorlesung nicht können, aber es gibt Konzepte, wie man das erweitert und dann wirklich sehr praktische Auskunft bekommt, die praktische Bedeutung hat. Zum Beispiel, wenn es nicht steuerbar ist, dann hätten wir, oder schlecht steuerbar, dann würden wir sehr starke Bewegungen in der Stellgröße brauchen, um kleine Veränderungen hervorzuführen. Das wäre schlecht steuerbar, würde heißen, große Änderungen für kleine Wirkung. Und genauso ähnlich für die Beobachtbarkeit. Jetzt hier im Detail Verlust der Steuerbarkeit, Beobachtbarkeit, dass Sie ein bisschen Gefühl bekommen, auch was bedeutet das. Wir schauen uns jetzt hier, das glaube ich haben Sie nicht vorher behandelt, aber das ist sehr wichtig zum Verständnis, was effektiv passiert. Wir nehmen hier jetzt eine Übertragungsfunktion S minus Z, S Quadrat plus 7, S plus 12, wobei Z ein Parameter ist, den wir uns anschauen, wie sich das ganze System verändert, Beobachtbarkeit, Steuerbarkeit, wenn wir den Parameter wählen mit verschiedenen Werten. Also wie verändert dieser Wert Z die Steuerbarkeit, Beobachtbarkeit? Das ist das Ziel dieser ganzen Herleitung. Jetzt, wir stellen diese Matrix, diese Übertragungsfunktion G dar in Regelungsnormalform, ganz Standard Koordinatentransformation, wo wir sie hergeleitet haben. Das heißt, hier ist wieder der Nenner-Polynom, hier ist das 1 in der Überdiagonale, hier ist das 1 als letztes Element in dem Vektor B und hier ist natürlich diese Koeffizienten hier, das wäre jetzt minus Z und 1, das scheint natürlich hier auf in dieser C-Matrix. Das heißt, diese A, B, C Darstellung hier ist die typische Steuerungsnormalform und wir können uns jetzt für dieses System A, B, C können wir uns jetzt die Beobachtbarkeitsmatrix herleiten, das heißt es ist C, C, A und so weiter, das ist jetzt also die Beobachtbarkeitsmatrix hier. C, C, A in Standardform. Das heißt, C wäre jetzt diese Matrix hier, das ist das minus Z1. Und das da hier wäre C mal A, wäre diese zweite Zeile. Und jetzt können wir uns schauen, ist diese Matrix singulär oder nicht singulär? Das heißt, wir berechnen die Determinante hier, das ist die Determinante dieser Matrix O und wir können diese faktorisieren und in zwei Faktoren Z plus 3 und Z plus 4. Das heißt, diese Beobachtbarkeitsmatrix ist dann singulär, wenn Z zwei spezielle Werte hat. Z ist dieser Koeffizient hier, nämlich den Wert 3 beziehungsweise minus 3 oder den Wert minus 4. Wir sehen jetzt, wir haben ein System, wann verlieren wir Beobachtbarkeit? Wir verlieren Beobachtbarkeit, wenn Z einer dieser Werte hat. Was passiert jetzt, wenn Z einer dieser Werte hat, wenn Sie anschauen? Wenn ich jetzt Z hier minus 3 setze, dann hätte ich da hier oben S plus 3 und ich hätte hier unten zu S plus 3. Hier schreibe ich etwas vielleicht ungünstig.
Das System ist nicht beobachtbar, wenn die Nullstelle sich mit einer Polstelle kürzt. Okay? Das ist ein bisschen gefährlich, das zu machen. Was eigentlich passiert, ist das Folgende. Sie haben diese Polstelle im System, das heißt, Sie haben einen Modus Eigenwert minus 3. Was passiert jetzt? Es stellt sich eine Nullstelle darüber und verdeckt die Polstelle. Das Kürzen ist nicht wirklich richtig, weil der Pol ist im physikalischen System. Physikalische System hat einen Modus bei minus 3. Das da hier zeigt jetzt, wenn ich die Nullstelle verschiebe, kann ich sie so verschieben, dass ich den Pol nicht mehr sehe. Aber er verschwindet nicht, der Pol bleibt im System, aber mein Ausgang, den ich anschaue, verdeckt diese Polstelle. Der Ausgang ist so gewählt, dass ich diese Polstelle, die Dynamik, nicht sehe. Also das Kürzen stimmt algebraisch, aber eigentlich was passiert ist was anderes, nämlich das Verdecken. Das ist jetzt die Idee der Verlust der Steuerbarkeit oder in dem Fall Beobachtbarkeit. Jetzt können Sie die gleiche Übung machen, wenn Sie das in die Beobachtbank-Normalform, hier sind wir also auf die Regelungsnormalform übergegangen, die gleiche Übung können wir machen, Beobachtungsnormalform. Wir können wieder A, O, B, O, C, O ausrechnen mit dem Minus Z. Wir können jetzt die Steuerbarkeitsmatrix ausrechnen, ähnlich wie vorher, B, A, B, B wäre das hier, A, B hier. Wir können wieder die Determinante der Steuerbarkeitsmatrix ausrechnen, um zu bestimmen, ob sie singulär ist oder nicht. Bekommen das als Determinante, gleiche Determinante wie vorher, zwei Wurzeln dieses Polynoms bei Z minus 3 und Z minus 4. Wiederum hier ein Verschieben, wenn sich diese Nullstelle genau über den Pol setzt, können Sie den Pol in dem Fall nicht beeinflussen. Das heißt, Sie haben eine Stellgröße, aber dazwischen ist diese Nullgröße, die verdeckt den Pol und Sie können den Pol dann über diese Stellgröße nicht beeinflussen. Jetzt, eins von beiden passiert, entweder ist es, dass Sie den nicht beeinflussen können oder nicht auslesen können. Aber im Grunde genommen, die Zusammenfassung ist, Pol, Nullstellen, Kürzung in Anführungszeichen, bedeutet Verlust der Steuerbarkeit oder Beobachtbarkeit im Zustandsrahmen. Das heißt dann, in der Übertragungsfunktion sind diese Pole verschwunden, weil sie verdeckt sind oder ausgekürzt sind. Im wirklichen System sind sie noch da. Und Sie könnten sich vorstellen, das ist besonders gefährlich, wenn diese Pole natürlich unstabil sind. Weil das heißt, dass die unstabilen Pole nicht ändern können am System, das System bleibt unstellbar, oder dass Sie sie nicht sehen können, das heißt, Sie sehen gar nicht, dass ein Teil des Systems unstabil ist. Das jetzt zur Illustration dieser Zustandsraumdarstellung und Beobachtbarkeit und Regelbarkeit, Steuerbarkeit. Jetzt am Ende können Sie diese Zerlegung nach Kalman machen, die Sie sicher auch in der, von Herrn Negera schon gehört haben. Das heißt, Sie können diese im allgemeinsten Fall den Zustandsvektor in vier Untervektoren, x1, x2, x3, kann jede Vektoren sein, zerlegen, die dann verschiedene Eigenschaften haben bezüglich der Controllability, Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit, also Controllability und Observability. Und wir nehmen jetzt nur ein, zwei heraus, um das zu illustrieren. Sagen wir zum Beispiel, nehmen wir die Größe, diesen x3 heraus hier. Als Beispiel, dann sehen wir also das Folgende. Zuerst einmal x3 ist natürlich beeinflusst durch g3, das heißt, es ist controllable. Ne? Das ist nur die Interpretation dieser Matrix hier. Aber jetzt, wenn wir jetzt schauen auf der anderen Seite, x3 hier ist ein Koeffizient 0. Wir können das x3 nicht sehen. Jetzt müssen wir aber schauen, aber vielleicht beeinflusst x3 einen anderen Zustand, sodass wir das x3 sehen können. Nein, das ist nicht der Fall. Alle anderen Koeffizienten hier sind 0. Also x3
hat keinen Einfluss auf x1, x2 oder x4, sodass wir ihn indirekt sehen könnten, sondern und selbst können wir ihn auch nicht sehen, daher ist es nicht beobachtbar. Ne? Und so können wir jede dieser Teile dieser Matrix anschauen. Hier zum Beispiel ganz unten wäre x4, not controllable, not observable. Warum? Zuerst einmal not controllable ist dadurch, not controllable. Okay, und not controllable und dann not observable sehen wir natürlich hier 0, beeinflusst x4 irgendeine andere Größe? Ja, x4 beeinflusst hier x3. Aber x3 ist auch not observable. So, wir können das x4 nicht sehen, weder direkt noch indirekt über x3. Und so kann ich jedes System in diese vier Untersysteme zerlegen. Sie sehen das noch besser hier an dieser Blockdiagrammdarstellung. Das ist nur eine Zusammenfassung, was diese Matrix aussagt, die wir auf der letzten Seite uns angeschaut haben. Nämlich, dass Sie zum Beispiel jetzt x3 sehen wir, x3 ist nicht beobachtbar, keine Verbindung zum Vektor y. Und x4 ist auch nicht beobachtbar, aber es ist auch nicht steuerbar. U hat keinen Einfluss auf dieses System 4. Und ähnlich mit dem anderen, das S2 hier wäre zum Beispiel ein System, das nicht steuerbar ist, nicht beeinflusst werden kann, aber dass Sie auslesen können über diesen Vektor y. Das heißt, diese allgemeinste Zerlegung, natürlich im Allgemeinen hätten Sie nicht alle vier, sondern nur zwei oder eine Teil von der Zerlegung, aber im allgemeinsten Fall gibt es diese vier Untersysteme nach ihrer Beobachtbarkeit oder Steuerbarkeitseigenschaft. Gibt es dazu Fragen? Ja, bitte. Wir zuerst einmal hier, wenn wir ein System gegebene Beobachtungen, gegebene Eingangsgrößen, dann haben wir gar keine Wahl. Das heißt also, von der Beobachtung, die wir machen, sehen wir nichts von x3 und x4. Das heißt, wenn wir jetzt eine Übertragungsfunktion berechnen, scheinen diese Moden überhaupt nicht auf, weil sie verdeckt sind. Jetzt die Frage ist, ignorieren oder nicht ignorieren? Und das führt schon auch zum nächsten Thema hier. Es ist im Allgemeinen kein Problem zu ignorieren, wenn diese Moden sich ordentlich verhalten. Weil diese Moden sind ja Dynamik, Teil der Dynamik des Systems, die existieren. Es ist nicht, dass sie nicht existieren. Sie sind im System. Das Einzige, was hier ist, ich kann sie nicht sehen. Meine Messungen geben sagen nichts aus über diese Moden. Ne? Wenn sich diese Mode gut verhalten, kann ich sie ignorieren. Wenn sie sich jetzt schlecht verhalten, wenn zum Beispiel im Extremfall, wenn diese Moden unstabil werden, darf ich sie nicht ignorieren. Aber dann, die Antwort ist, Sie können von der Regelungstechnik nichts machen. Sie können sie nicht sehen. Sie müssen jetzt überlegen, welche zusätzliche Messungen soll ich am System machen, damit ich etwas über diese Moden, über diese in Erfahrung bringe. Das heißt also, wenn diese Moden sich schlecht verhalten, dann müssen Sie überlegen, wie kann ich mein Messsystem oder meine Aktuator so verändern, dass ich Einfluss auf diese Moden nehmen kann. Das heißt, wir müssen zurückgehen auf effektiv die Systemauslegungen, den Entwurf und die Aktuatoren und die Messungen ändern, damit ich es sehen kann. Und deswegen, wie Sie jetzt eingeführt haben, habe ich ein verfeinertes Konzept der Regelbarkeit und der Steuerbarkeit. Nämlich, es sagt das Folgende, wenn jetzt die Eigenwerte der Matrizen F3,3 und F4,4 einen negativen Realteil besitzen, wir haben genau jetzt gesprochen von den Systemen 3 und 4, wie es
hier in dem Beispiel 3 und 4, das waren die Zustände 3 und 4, wenn diese Systeme jetzt stabil sind, das heißt die Moden hier alle negativen Realteil sind, dann nennen wir das System detektierbar. Das heißt, es ist nicht beobachtbar, ich sehe nicht alle Moden, aber ich sehe alle schlechten, weil die ich nicht sehe, sind zumindest stabil. Und jetzt ist das verfeinerte Konzept eben hier, dass ich dieses System als detektierbar befinde. Genauso auf der anderen Seite, wenn die Moden, die ich nicht beeinflussen kann, nicht stabilisierbar sind, wenn die aber stabil sind, dann nenne ich das System stabilisierbar. Das heißt, und natürlich, wenn das System regelbar ist, ist es auch stabilisierbar. Wenn es beobachtbar ist, ist es auch detektierbar, aber nicht in der anderen Richtung. Und detektierbar ist eigentlich das Wichtige. Das heißt, was Sie nicht sehen, ist stabil oder stabilisierbar, was Sie nicht sehen, was Sie nicht beeinflussen können, ist stabil. Gibt es dazu Fragen? Ja, bitte. Entschuldigung, diese Matrizen. Okay. Diese Matrizen sind für das System not observable. Ne? Die sind die Dynamik des Systems, die Unterdynamik des Systems. Jetzt, warum diese F33? Wenn Sie jetzt diese Matrizendarstellung hier da anschauen, dann habe ich hier eine Matrix und ich habe hier eine Matrix. Die Eigenwerte der Gesamtmatrix sind diese zwei Blöck-Eigenwerte. Wenn ich jetzt mich auf die untere Matrix konzentriere, sind es die Eigenwerte auf F33 und F44, die Eigenwerte des eines Teils, also des unteren Teils des Systems sind. Und dann, das heißt, der untere Teil des Systems, F3, F4, die Eigenwerte sind in F33 und F44, die anderen sind unabhängig. Und diese Eigenwerte von diesen zwei Matrizen, wo ich das System nicht beobachten kann, will ich stabil haben. Wenn die stabil sind, dann brauche ich mich nicht darum kümmern. Das heißt, dann ist das System noch immer detektierbar. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt not controllable, wenn ich jetzt also F22 anschaue und F44, das wäre jetzt der zweite Fall. Wiederum sind das Untersystem-Matrizen, die nicht steuerbar sind, aber stabil sind. Diese, also die F22 und F4 enthalten einen Unterteil, Untermenge der Eigenwerte des Gesamtsystems. Und Sie sehen das von der Struktur her. Weil F22 ist wiederum hier von dieser Matrix auf der Diagonalen, das heißt F22 hat die Eigenwerte, was sind die Eigenwerte dieser Gesamtmatrix, sind die Eigenwerte F11, F22, F33 und F44, haben alle Eigenwerte, ich brauche die anderen Matrizen nicht. Aufgrund der Struktur dieser Matrizen hier. Und einfach weil Dreiecksmatrix die Eigenwerte auf der Diagonale hat oder Block-Dreiecksmatrix die Eigenwerte auf der diagonalen Matrizen hat. Okay, noch, bitte. Werden wir noch ein Beispiel sehen, wo diese Kalman-Zerlegung eingesetzt wird in der Vorlesung? In der Übung sollten Sie ein Beispiel sehen, sonst nicht. Jetzt, wann sie zum Beispiel eingesetzt wird, ich habe vorher erwähnt, dass die Verfahren, um optimale Regler auszurechnen, annehmen, als erste Annahme, System ist steuerbar, System ist, oder zumindest stabilisierbar und System ist detektierbar. Ne? Sie haben ein System, das nicht das ist, dann können Sie sagen, ich brauche den Rest des Systems nicht und dann wollen Sie eine Koordinatentransformation machen, die Ihnen in diese Form überführt und dann nur das steuerbar und regelbar nehmen, mit dem Sie dann die Berechnungen weitermachen. Also das ist ein typisches, wie ich mit dem umgehen würde,
Ich werde zuerst schauen, sind die Teile, die nicht steuerbar und nicht beobachtet sind, wichtig? Ne, sind die wichtig? Wenn sie wichtig sind, dann muss ich mein System ändern. Ne, dann muss ich mein Eingänge ändern, meine Beobachtung ändern. Wenn sie nicht wichtig sind, kann ich sagen, ich lasse die jetzt weg und gehe mit den Berechnungen weiter ohne diesen Teil des Systems, weil er verhält sich sowieso gutmütig von der Dynamik her. Also so verwende ich diese Zerlegung. Wenn das System jetzt komplett steuerbar und beobachtbar ist, dann sind die Einträge da einfach null. Dann existiert überhaupt nur x1. Ich mache die Transformation, dann ist nur x1 und die anderen sind empty. Ne? Und wenn es nicht null sind, dann kann ich entscheiden, ob sie wichtig sind oder nicht. Wenn wichtig, muss ich das System ändern. Wenn sie nicht wichtig sind, dann kann ich einfach die weglassen. Und in einer Übertragungsfunktion, wenn Sie da hier für das System, scheinen dann am Ende nur die Eigenwerte von F11 als Pole auf. Der Rest der Eigenwerte ist alles verschwunden, verdeckt. Und das ist hier, ne? Also wiederum als Beispiel hier über Eigenwerte und Pole. Ich fange jetzt an mit einer Zustandsraumbeschreibung in der üblichen Form. Ich mache jetzt eine Laplace-Transformation hier, wie ich vorher abgeleitet habe, am Ende der Vorlesung heute. Hier ist die Übertragungsfunktion GS, das hat zu tun mit dem HFGJ. Das ist die Übertragungsfunktion, die sich ergibt. Und ich habe dann hier als nächstes dieses SI minus F minus 1 dargestellt als, das ist die, also von der linearen Algebra, das ist die Adjungierte von SI minus F, dividiert durch die Determinante. Die Adjungierte ist eine andere Matrix, was das heißt, hier sind dort überall Polynome drinnen aus dem SI minus F, die sich aus Teile unter Determinanten von der Matrix SI minus F ergeben. Jetzt, was heißt das hier? Hier haben Sie eine Matrix, die hat überall Polynomeinträge, also P1 Polynom, P11 und so weiter, P12 von S Polynome. Diese Matrix hat Polynomeinträge. Jede dieser Elemente dieser Matrix ist dividiert durch die Determinante SI minus F. Jetzt, was passiert? Normalerweise hat Determinante SI minus F alle Eigenwerte natürlich von F. Nach der Darstellung sehen Sie, dass wenn es Pole gibt in dieser Übertragungsfunktion, dann müssen die in den Eigenwerten von Determinante SI minus F drinnen sein. Das heißt, alle Pole der Übertragungsfunktion sind Eigenwerte der Matrix F. Das sehen Sie hier von dieser Darstellung. Alle Eigenwerte, also die Eigenwerte sind die Lösungen, Determinante SI minus F ist gleich 0. Das heißt, die Pole müssen von der Gleichung herkommen. Aber einige dieser Eigenwerte können verloren gehen. Wie können sie verloren gehen? Dass sie sich mit dem Zählerpolynom wie vorher kürzen. Und daher kann man nicht sagen, alle Eigenwerte werden Pole. Es können Eigenwerte verschwinden, wenn sie die Teile des Systems beschreiben, Teile, wo das System nicht beobachtbar ist oder nicht steuerbar, dann verschwinden diese Eigenwerte, scheinen nicht in den Polen auf, sondern werden durch Nullstellen verdeckt und Sie sehen sie nicht in der Übertragungsfunktion. Es ist sehr wichtig, mir wichtiger, diese Konzepte zu verstehen, als jetzt, dass Sie diese Transformationen machen können. Weil die Transformationen im Prinzip macht in einem MATLAB. Ne? Aber Sie müssen verstehen, interpretieren können, was passiert, weil das gibt in einem MATLAB nicht. MATLAB gibt Ihnen dann Warning,
System not observable, okay? Oder warning system not detectable, okay? Und da müssen Sie wissen, wie Sie mit der Warnung umgehen oder Warnung, oder es gibt dann gleich Ende der Berechnungen, not observable, keine, wir setzen nicht fort. Ne? MATLAB testet normalerweise, wenn Sie die Eigenschaften brauchen, können Sie es testen, aber Sie müssen dann wissen, was das bedeutet und was Sie weitermachen wollen. Und das hoffe ich, dass Sie dadurch verstehen. Ne? Also wenn es jetzt sagt, sich beklagt, not observable, dann kann Sie schauen, ja, ist es detectable? Das heißt, sind diese nicht beobachtbaren Eigenwerte, sind die stabil? Ja, dann gut, dann mache ich mal diese Transformation nach Kalman, lasse das nicht detektierbare weg, nehme das kleinere System und rechne mit dem weiter. Ne? Aber das müssen Sie alle bewusst entscheiden und machen. Das ist das Wichtige. Okay, und hier ist es ein Beispiel, ne, wo wir jetzt A, B, C Matrizen nehmen. Wir haben hier SI von vorher. Jetzt haben wir, vorher hatten wir hier ein Z drinnen. Ne. Jetzt haben wir spezifisch den Wert, oder minus Z, den spezifischen Wert 3 eingesetzt. Sie schauen jetzt die Determinante SI minus A an, jetzt rechnen Sie diese Übertragungsfunktion G aus nach der Formel, wie wir sie hergeleitet haben. Also wiederum Zustandsraumdarstellung, Ableitung der Übertragungsfunktion, Sie schreiben das aus, einfach nach dieser Formel, nichts Kompliziertes hier, die Matrix C hier, das ist das CNO, das ist das BO, das ist das adjungierte SI minus A und so weiter. Rechnen alles aus. Was bekommen Sie jetzt hier unten? Sie bekommen diese Übertragungsfunktion und Sie sehen S plus 3, S plus 3. In dem Fall, Übertragungsfunktion, das kürzt sich weg. Sie sehen es nicht, aber in Wirklichkeit, es geht nicht weg. Es ist im System da. Es ist der Pol durch eine Nullstelle verdeckt. Wenn Sie Übertragungsfunktion ausrechnen, ist verschwunden. Weil Sie natürlich zwischen Eingang und Ausgang sehen Sie es nicht. Ne, diesen einen Pol, der ist wo anders im System verdeckt. Ne. Und daher sind die von den Eigenwerten, wenn Sie jetzt die Übertragungsfunktion ausrechnen, verschwinden potenziell Eigenwerte, die nicht beobachtbar oder nicht steuerbar sind. Und hier ist ein Beispiel, wo dieser Eigenwert 3 oder minus 3 verschwindet, das heißt, für dieses spezielle System, für diese spezielle Beobachtung sehen Sie diesen Eigenwert nicht mit dieser Beobachtung. Ja? Und er kürzt sich daher aus. Jetzt was andere, was da hier noch wichtig ist, die Frage ist natürlich, wenn sich es nicht genau kürzt. Ne? Und dann werden Sie sehen, und wir werden das sehen in Betrachtungen nächste Woche oder übernächste Woche, dass dann zum Beispiel die Verstärkungsfaktoren, die man braucht, wenn sich das so langsam nähert, immer größer und nach unendlich gehen. Ja, das ist der Konsequenz. Wenn Sie diesen Pol nicht verschieben können oder nur schwach verschieben können, brauchen Sie sehr große Verstärkungen. Ja, das ist jetzt schlecht, dass Sie das nicht... Das ist leicht zu sehen. Geben Sie mir noch 5 Minuten, das ist wichtig. So. Nullstellen in der Zustandsraumdarstellung, wiederum eine Interpretation, was passiert, was bedeutet diese Nullstelle, wenn Sie in die Zustandsraumdarstellung gehen. Gedankenexperiment, ich nehme das System, ich schicke hinein in das System einen ganz spezifischen Eingang, nämlich U ist gleich E hoch minus 2t, das schaut jetzt so aus, für negative Zeiten sind wir 0. Und ich beginne mit einer ganz spezifischen Anfangsbedingung, y ist gleich 0 und y Punkt 0 ist gleich minus 1. Das heißt also nicht einfach die Übertragungsfunktion, sondern Anfangsbedingungen ungleich 0. Das heißt, Sie haben hier einen Zustand 0, aber Sie haben einen Zustand, dass die Geschwindigkeit minus 1 ist. Das ist die spezifische Anfangsbedingung. Und das nächste, was ich hier mache, ist nur jetzt ausrechnen für diese Situation, diesen Eingang im System, was bekomme ich als Ausgang? Ich habe jetzt einen spezifischen Eingang, den ich hineinschicke, wie hier beschrieben ist, und als Ausgang. Und jetzt können Sie sich im Detail anschauen, dieser e hoch minus 2t, das ist natürlich die Übertragungsfunktion, das kürzt sich hier mit dem
s plus 2 heraus, wenn ich y mal u rechne. Und das ist jetzt der Rest. Und ich habe jetzt hier die Details, können Sie anschauen. Zweite Ableitung. Jetzt habe ich Anfangsbedingungen nicht 0, das heißt minus s y 0, minus y Punkt 0. Das ist die Laplace-Transformation der zweiten Ableitung, wenn Sie nicht Anfangsbedingungen 0 haben. Plus dann das 7s und 12. Zweitens, Sie bekommen dann diese Gleichung hier am Ende. 1 geht weg und Sie bekommen als Ausgang die wichtige Insight, y ist gleich 0. Das heißt, in dieses System, ich schicke dieses Signal hinein mit den Anfangsbedingungen hier, am Ausgang 0. Ausgang verändert sich nicht. Das heißt, diese Nullstelle, eine weitere Eigenschaft, diese Nullstelle hat die Eigenschaften, dass wenn ich bestimmte Signale hineinschicke mit bestimmten Anfangsbedingungen, sehe ich am Ausgang nichts. Und Sie können sich zum Beispiel vorstellen, das ist besonders störend, wenn zum Beispiel jetzt diese Nullstelle nicht in der linken Halbebene wäre, sondern in der rechten Halbebene, dann bedeutet das, dass ich hier ein e hoch plus 2 t in das System hineinschicken kann, nämlich eine Eingangsgröße, die nach unendlich weggeht, und wenn ich meinen Ausgang anschaue, ist es weiterhin 0. Okay? Weil diese Nullstelle genau diesen speziellen Eingang abdeckt. Und Sie können sich aber jetzt diese Eigenschaften, das ist einfach eine Interpretation der Nullstelle. Interpretation der Nullstelle, dass bestimmte Eingänge überhaupt nicht in den Ausgang ausschauen. Für bestimmte Anfangsbedingungen. Das sehen Sie hier, und aus dieser Eigenschaft können wir eine schöne Methode ableiten, um Nullstellen auszurechnen, direkt von den FGHJ-Matrizen, ohne die Übertragungsfunktion auszurechnen. Wir können ja von FGHJ sofort die Eigenwerte oder Pole ausrechnen, das sind Eigenwerte von F. Und jetzt diese Beschreibung hier, ganz einfach, sagt Ihnen, wie Sie die Nullstellen ausrechnen können. Und das ist hier, wir nehmen also an, dass wir den Eingang haben mit einer e hoch zt, z wäre diese Nullstelle, die wir suchen, so einen exponentiellen Eingang. Und wir nehmen an, dass dann der Zustand ähnlich mit diesem Eigenwert sich verhält, x0 mal e hoch zt. Und jetzt können wir einfach diesen Ansatz hier einsetzen in x Punkt ist gleich fx plus gu. Das heißt, dieses x Punkt setzen wir ein. X Punkt ist dann z mal x0 e hoch zt. Das ist wiederum x. Und das ist das u von hier eingesetzt. Und das ist das u hier eingesetzt. Das ist das x hier eingesetzt. Das ist das x hier eingesetzt. Ich fasse diese Gleichungen, zusammen. Das wäre also jetzt das Z, diese Gleichung hier. Zuerst einmal das E hoch ZT kürzt sich aus. Und ich bekomme jetzt Z I minus F minus G mal diesen Vektor. Das ist jetzt die Gleichungen, die ich bekomme. Und das zweite ist Y, der Ausgang, H und J. Wiederum das X kommt hier hinein, das U kommt hier hinein, x U, und ich bekomme jetzt, wiederum das E hoch ZT kürzt sich weg, ich bekomme jetzt das zusammengefasst, dieses Gleichungssystem. Also diese Aussage, einen bestimmten Eingang, null Ausgang. Das ist die Charakterisierung der Nullstelle. Hier in diesem Fall. Und ich bekomme aus dieser Aussage bekommen Sie dieses Gleichungssystem und dieses Gleichungssystem, das Ihnen jetzt eine Lösung ergeben soll für x0 und u0. Jetzt stecken wir diese zwei Gleichungen einfach zusammen, diese zwei Zeilen sozusagen, in eine neue Matrix. Das ist die erste Zeile, erste Gleichung, zweite Gleichung. Dieses Gleichungssystem, damit es eine Nullstelle ist, soll jetzt eine nicht triviale Lösung für x0, u0 haben. Natürlich hat es immer die triviale Lösung, x und u ist 0, aber wir wollen jetzt die nicht triviale Lösung. Wann gibt es eine nicht triviale Lösung? Natürlich nur, wenn diese Matrix hier singulär ist. Wenn sie nicht singulär ist, die einzige Lösung 0.
Wenn sie nicht singulär ist, gibt es eine Lösung. Ob diese Matrix singulär ist, nicht, hängt von dem Wert Z ab. Das heißt, diese nicht-triviale Lösung existiert, wenn die Determinante dieser Matrix 0 ist, das heißt, die Matrix singulär ist. Und aus dieser Gleichung kann ich daher, aus diesem Problem kann ich das Z ausrechnen. Und wenn Sie anschauen, das schaut fast so wie ein Eigenwertproblem aus. Wenn ich das ZI auch in der anderen Ecke unten hätte, dann wäre es Lambda I minus A. Das heißt, es ist ein spezielles Eigenwertproblem und so wird es gelöst. In MATLAB, so werden die Nullstellen ausgerechnet, direkt von F, G, H, J. Ohne dass Sie jetzt, natürlich können Sie auch eine Übertragungsfunktion ausrechnen, schauen, was die Nullstellen, was das Polynom ist und was die Nullstellen ist, aber so können Sie Nullstellen ausrechnen, ohne dass Sie vorher die Übertragungsfunktion ausrechnen. Danke für Ihre Zeit, guten Appetit. Ja, klar.